Der Begriff konstitutionelle Geschlechtsinkongruenz, den Cornelia Kunert geprägt hat, beschreibt eine besondere Form der Transidentität oder Transsexualität. Er dient als Erklärungsmodell für das Phänomen, bei dem die empfundene Geschlechtsidentität eines Menschen nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen biologischen Geschlecht übereinstimmt. Detaillierte Erklärung. Ernstens konstitutionell. Der Begriff konstitutionell bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Geschlechtsidentität als tief verankert und angeboren verstanden wird. Es handelt sich also um einen grundlegenden Teil der individuellen Persönlichkeit und der biologischen Konstitution eines Menschen. Das Wort betont, dass diese Geschlechtsidentität nicht sozial bedingt oder erlernt ist, sondern von Geburt an vorhanden ist. Sie ist gewissermaßen natürlich und unveränderlich. Zweit, Geschlechtsinkongruenz. Inkongruenz beschreibt hier das Missverhältnis oder die Nichtübereinstimmung zwischen zwei Dingen. In diesem Fall zwischen dem bei der Geburt zugewiesenen biologischen Geschlecht, auch als Geburtsgeschlecht bezeichnet, und der innerlich empfundenen Geschlechtsidentität. Diese Diskrepanz führt oft zu einem erheblichen Leidensdruck, da der Körper und das soziale Geschlecht nicht mit der gefühlten Identität übereinstimmen. Die wesentliche Aussage: Der Begriff konstitutionelle Geschlechtsinkongruenz beschreibt also, dass das Gefühl, einem anderen Geschlecht anzugehören, nicht als psychische Störung oder soziale Abweichung betrachtet werden sollte, sondern als eine tief verwurzelte und angeborene Eigenheit eines Menschen. Kunert positioniert sich damit klar gegen pathologisierende oder psychologisierende Sichtweisen, wie sie in der Vergangenheit oft verwendet wurden, um Transsexualität zu erklären. Sie betrachtet diese Inkongruenz als einen natürlichen Teil der menschlichen Geschlechtsvariation. Das Werdenwollen, wer man wirklich ist, wie es im Titel ihres Artikels heißt, bezieht sich darauf, dass Transmenschen durch geschlechtsangleichende Maßnahmen oder das Leben in der gefühlten Geschlechtsidentität zu ihrer wahren Identität finden. 4. Abgrenzung von anderen Modellen. Kunerts Begriff steht im Gegensatz zu pathologisierenden Diagnosen, wie sie etwa im Rahmen des DSM, Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen, oder des ICD, International Classification of Diseases, verwendet wurden, in denen Transidentität als Geschlechtsdysphorie oder Störung der Geschlechtsidentität kategorisiert wurde. Mit konstitutioneller Geschlechtsinkongruenz will sie betonen, dass Transidentität nicht als psychische Störung oder Fehlentwicklung, sondern als natürliche Variation des menschlichen Geschlechtskontinuums zu verstehen ist. Wichtige Punkte. Biologisches Fundament. Kunert argumentiert, dass Transidentität eine angeborene, fundamentale Eigenschaft ist. Diese Auffassung grenzt sich von sozialkonstruktivistischen oder psychologischen Modellen ab, die die Geschlechtsidentität stärker als sozial formbar oder erlernt ansehen. Nicht-Pathologisierung. Sie tritt für eine nicht pathologisierende Sichtweise ein, indem sie das Phänomen als einen natürlichen, nicht krankhaften Zustand beschreibt. Ziel der Angleichung. Kunert betont das Bedürfnis der Betroffenen, zu werden, wer man wirklich ist, also die Diskrepanz zwischen dem gefühlten und zugewiesenen Geschlecht aufzulösen, sei es durch Transition, geschlechtsangleichende Maßnahmen oder das soziale Leben im empfundenen Geschlecht. Fazit. Der Begriff konstitutionelle Geschlechtsinkongruenz nach Cornelia Kunert beschreibt Transidentität als ein angeborenes, biologisch verankertes Phänomen, bei dem das empfundene Geschlecht nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Es handelt sich dabei eine Störung oder Krankheit, sondern um eine natürliche Variation der Geschlechtsidentität, die durch geschlechtsangleichende Maßnahmen oder soziale Transitionen ausgedrückt werden kann.